So, ihr Lieben, wir haben heute wieder ein großes Thema mitgebracht. Eigentlich könnten wir da ja mehrere Videos draus machen. Es geht um die Schüchternheit. Gut, was hat es mit der Schüchternheit auf sich? Wenn ihr googeln würdet, dann würdet ihr herausfinden, Schüchternheit, das ist an sich wie so eine kleine Betriebsstörung bei der Beziehungsaufnahme mit meiner Umwelt und mit den Menschen um mich her. Und das ist ja nicht unbedingt eine angenehme Sache, das wisst ihr, also wer das so ein bisschen kennt, das hat ja ganz viele Symptome, da bist du aufgeregt, du zitterst, du hast Schweißhände, du hast eine andere Atmung, du hast Angst, dass du versagst. Also was ihr euch vielleicht wundert, das sind ganz, ganz viele Leute, die diese Gefühle kennen. Also man geht davon aus, dass ungefähr, ich möchte jetzt nicht lügen, also es sind, ich glaube, so 51% ungefähr der Leute behaupten von sich, dass sie auf eine Art schüchtern sind. Gibt es auch eine Studie jetzt in Kanada, eine neuere, bei der Umfrage sind sogar über 60% rausgekommen. Also das heißt, du bist hier in allerbester Gesellschaft. Gut, was ist jetzt dazu zu sagen? Schüchternheit, man war ja lange Zeit davon ausgegangen, dass es eine Verhaltenssache ist, die anerzogen ist, die über die Kindheitsphase kommt, durch die Art und Weise, was durch die Eltern vorgelebt wurde. Aber man weiß inzwischen auch, das ist vielleicht auch ein bisschen entlastend für dich, dass es auch viel mit der Genetik zu tun hat, also dass das zur Veranlagung ist. Also viele Untersuchungen, die gehen jetzt sogar davon aus, dass fast die Hälfte vielleicht sogar genetische Veranlagung ist. Ist, also dass das neurochemische Vorgänge im Gehirn sind. Also dass die Amygdala im Gehirn, dass die einfach überreizt reagiert auf bestimmte Dinge, die für einen anderen vielleicht gar nicht furchteinflößend wären. Und da gibt es so einen Angstforscher, der gute Mann, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der hieß Benlow, ja. Und er hat da drei Punkte auf den Plan gebracht. Er sagt, unsere Schüchternheit würde entweder A zur Krankheit führen, ist ja auch irgendwo auf eine Art verständlich, weil guck mal, wenn du die Ängste oder Bedrohlichkeiten in dich reinschluckst, irgendwas macht es ja auch auf pathologischer Ebene, auf körperlicher Ebene. Er sagt aber zum Zweiten, es kann in den Alkoholismus führen. Das ist jetzt auch hochinteressant. Wir haben hier in Deutschland ungefähr 1,8 Millionen Alkoholiker inzwischen, also doch eine große Anzahl. Ja. Und man geht davon aus, dass über 50% auch in dem Fall der Ausbruch dieser Krankheit, lass mich es mal so sagen, darauf fußt, dass diese Menschen Probleme mit anderen Menschen haben. Also dass es praktisch auf einer sozialen Phobie aufbaut, also soziale Phobie ist quasi, wenn Schüchternheit sich immer mehr auswächst, ja, dass du wirklich massive psychische oder körperliche Probleme kriegst und dass eben Alkoholismus wirklich auf diesen Füßen oft steht. Gut, und zum Dritten sagt Benlow, es kann auch auf die Bühne führen. Was heißt das jetzt? Klingt ja erstmal ein bisschen schräg. Ja, wenn ich schüchtern bin, dann gehe ich doch nicht auf die Bühne und mache auf Performance. Aber das ist tatsächlich so, dass viele Menschen diese Schüchternheit oder diese Ängste, also nicht verwechseln mit Lampenfieber oder Introversion, sondern wirklich diese Ängste vor anderen Menschen kompensieren, ja, auch so ein bisschen wegtarnen wollen und gehen dann ganz massiv sogar nach vorne und gehen dann in den Beruf, der ja mit Schauspielerei zu tun hat, also mit sich einem Kleid überziehen, wo kein Mensch drauf kommt, was da drunter schlummert, weißt du? Also das heißt, du hast viel in der Branche von Künstlern, von Musikern, von Schauspielern, hast du ganz häufig schüchterne Leute. Das wissen oft viele nicht. Also der Freddie Mercury war da ein Fall. Oder du kennst ja auch, wer war es denn noch alles, der Bob Dylan. Oder auch eine sehr stark problematisch beladene Person, auch die Marilyn Monroe damals. Das wissen viele nicht, die konnte teilweise nur noch mit Barbituraten oder letztlich dann auch mit Alkohol auf den Filmset gehen, weil es einfach nicht ertragen hat, diese Ängste vor Menschen. Also du siehst, also dass das ganz schön auch in der Öffentlichkeit, bei öffentlichen Personen unterwegs ist. So, was können wir denn jetzt ein bisschen tun? Also ich sage dir jetzt ganz, ganz ehrlich, weil ich möchte ja hier auch keine Lügen verbreiten oder falschen Hoffnungen setzen.
Schau mal, wenn du jetzt, wenn es sehr stark ausgeprägt ist und du vielleicht Jahrzehnte schon mit deiner Schüchternheit durchs Leben ziehst, wäre es wirklich gelogen, wenn ich sage, da gibt es jetzt ein paar Tipps, ein paar schnelle Tricks und dann ist das weg. Es ist eine Geschichte, wo man manchmal schon auch jemanden suchen muss, der einem hilft. Also sprich in eine verhaltenstherapeutische Geschichte reingehen, ja, wo du einfach durch diese Ängste durch musst. Also da gehst du wie so Treppenstufen, musst du dir vorstellen, geht man mit dir durch diese Ängste sukzessive durch und dass, dass dein Körper, deine Psyche sich auch daran gewöhnen kann und diese Angst sich verliert. Also in ganz starken, extremen Fällen unbedingt sich Hilfe suchen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch ein paar Dinge, die du selber tun kannst. Und da will ich dir vielleicht mal so ja, drei, vielleicht mal die wichtigsten Tipps geben dazu. Also wenn du merkst, du bist so ein bisschen schüchtern, ja, das merkt man vor allen Dingen an einem Hauptsymptom. Jetzt nicht an der, dass du feuchte Finger kriegst oder die Nervosität, das kann von vielen Dingen herrühren. Aber man erkennt es oft daran, dass du im Eigenfokus bist, im Eigendialog. Also schüchterne Menschen zeichnen sich hauptsächlich dadurch aus, dass die wie so ein Auge von oben haben, ja, und quasi sich beobachten und immer einen Dialog sind mit sich und sagen, oh, das kannst du jetzt nicht bringen, ja, das ist das, da blamierst du dich oder was denkt denn da jetzt der andere oder Mensch, was kannst du jetzt sagen, dass es gut klingt, ja, also die sind im Dialog mit sich und die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du im Dialog mit dir selbst bist, kannst du dich weder auf das Gespräch groß konzentrieren, noch dich irgendwie empathisch auch in den anderen reinfühlen. Also das ist ganz, ganz weit weg. Und das, dadurch ist natürlich die Beziehung zum anderen auf diese Art auch gestört. So, was kannst du bis hier dagegen tun? Also wichtig ist es, dass du jeden Tag dir so ein Strickmuster anschaffst, so ein Gerippe, so ein Korsett, es soll jetzt nicht beengt sein, sondern eher stützend, dass du dir so ein paar Szenen suchst, wo du sagst, ah, da hätte ich normalerweise Angst und ich mag es aber trotzdem. Also irgendwelche so Kleinigkeiten, ich gebe da mal Beispiele, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, naja, ich muss heute eh einkaufen gehen und ich werde versuchen, mal mit zwei, drei Leuten auf dem da werde ich mal in Kontakt kommen wollen, mit der Verkäuferin mal zwei Sätze reden oder wenn ich dann, was weiß ich, an der Bushaltestelle bin und ja, also dass du dir bestimmte Szenen suchst, die dir so ein bisschen Angst bereiten, aber dennoch durchgehst. Und es können auch immer die gleichen Szenen sein. Du musst nicht unbedingt jetzt für jeden Tag was Neues erfinden. Das ist auch so ein bisschen die Hausaufgabe, also dass du dir Szenen suchst, wo du sagst, ist eine Hürde, ist für mich nicht ganz einfach zu überspringen, aber ich mag es trotzdem. Also ich gebe dir nochmal vielleicht Beispiele. Für einen schüchternen Menschen ist es furchtbar anstrengend, einen Smalltalk also da sich reinzugeben oder gar anzufangen. Für einen schüchternen Menschen ist es furchtbar wichtig, sich in einer Diskussion beteiligen. Für einen schüchternen Menschen wäre es ganz furchtbar, während eines Vortrags 5 Minuten vorher zu gehen. Oder dass du, was weiß ich, mitten in einer Teambesprechung, dass du einfach auf Toilette gehst. Ja, die anderen könnten ja gucken und sowas. Aber dass du bewusst diese Dinge tagtäglich tust, also vielleicht so 3, 4 Situationen reichen oft und dann wirst du sehen, dann kommen da ganz, ganz tolle Ergebnisse raus, weil wenn du es nicht tust, das kann ich dir aber auch versprechen, ja, wenn du jetzt vermeidest und sagst, ich mache das nicht, weil es macht mir Angst, ja, dann wächst sich das Ding wirklich zu dieser sozialen Phobie aus, also zu wirklichen Angstzuständen, die dann sehr, sehr schwer wieder in den Griff zu kriegen sind. Was du auch noch ein bisschen machen kannst, du kannst dir immer den Worst Case vorstellen. Also das ist der zweite Punkt. Also dass du immer dir vorstellst, was könnte denn was könnte denn im allerschlimmsten Fall passieren? Und indem du das visualisierst, weißt du, nimmst du dir auch die Ängste, weil die Realität meistens immer viel, viel anders ausschaut. Also wenn du jetzt sagst, ich stehe jetzt einfach mitten in der Teambesprechung auf, dann stell dir vor, wie das so ganz furchtbar ist, weil alle jetzt auf dich gucken und alle würden jetzt mit der Stirne runzeln. Ja? Das wäre zum Beispiel so ein Worst Case. Was können wir noch ein bisschen tun? Du kannst in dem Fall versuchen, auch gütiger mit dir zu sein. Ja? Dass du einfach sagst, es ist, wie es ist oder Dinge auch eventuell sogar ansprechen. Also dass du sagst, naja, ich habe da ein bisschen Hemmungen oder ja, dass du damit lockerer umgehst und das nicht ja, wie so ein Feind siehst, gegen den du praktisch in dem Fall vorgehen musst.
Also wie gesagt, kleine Hausaufgabe. Also ich würde damit anfangen, dass ich wirklich mir so ein paar Punkte raussuche, wo du dich jeden Tag durchhangelst und wo du dann wirklich auch Erfolge hast, weil du dich einfach an die Situation gewöhnst und weil du nach und nach auch diese Ängste mit Menschen verlierst. So, dann bedanke ich mich bei euch wieder für die Zeit. Ich hoffe, es waren ein paar kleine Ideen dabei für dich. Und ich freue mich wieder, wenn du das nächste Mal dabei bist. Abo ist klasse, also wenn du oben wieder abonnierst oder wenn du, ja, schreib Fragen drunter, Kommentare, ja, weil das ist immer gut, wenn ich Fragen habe, dann ja, kann ich die euch ja beantworten oder irgendwelche Videos mit einweben in Zukunft. Und wer mit mir arbeiten will oder sagt, okay, ich schaff's nicht ganz allein, ich möchte mich mit jemand auf den Weg machen, telefoniert mich an, schreibt mir eine Zweizeiler, worum geht's bei dir, und dann kann ich dir auch gut sagen, ob ich dir behilflich sein kann. In dem Sinn, alles Gute für euch, bis zum nächsten Video, eure Susanne Lohrei.